Samstagmorgen, 8.29 Uhr, seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Video. Ich befinde mich gerade beim Start zum Megamarsch Dresden, der auf die Minute geklappt hat. Etwa 2000 Teilnehmer. Jo, 4 Grad. Jetzt rechts. Jetzt rechts, geht schon gut los und versuche ich mal den Weg zu finden. Hinter mir kann man auch die Altstadt von Dresden sehen. Und ich werde mich auf der Strecke auf jeden Fall nochmal melden. Bis später. Ich muss mich kurz melden. Jetzt bin ich wieder beim Start. Wir haben schon mit 50 Mann verlaufen. Ich habe es aber gemerkt, da bin ich zurück. Folge dem Weg 300 Meter. Schon gegangen. Und jetzt bin ich wieder am Start. Kann noch heiter werden heute. Ich meine, wie geht's? So, dann wird jetzt die Elbe überquert. Ja, ich bin wieder im Tritt jetzt. Aber das verwirrt einen schon, wenn man am Start losgeht. Und ich habe direkt mich gewundert, dass der Komoot-Track nicht gestimmt hat. Da habe ich mir gefragt, ja, haben bestimmt die Route geändert. Da hat er mir die Runde nach oben programmiert, für die andere Richtung zu laufen. Jo, alles gut. Das sind halt 3 extra Kilometer. Macht ja nichts. Wird jetzt die Elbe überquert und dann mal schauen. Bringt man mal ein kurzer Blick auf die Altstadt. Und ich melde mich später. 10.03 Uhr, kurz beim ersten Verpflegungspunkt, den ich jetzt mal ausgelassen habe, weil, ihr wisst schon, ich mich verlaufen habe. Gut, na, den brauche ich auch jetzt noch nicht. Und dann gehe ich jetzt mal weiter. Ich habe schon, ich muss einiges noch aufholen, weil doch, waren doch ein paar Kilometer jetzt mehr. Gut. Ich melde mich am Kontrollpunkt 2 spätestens. 10.36 Uhr, Kilometer 14. Bis jetzt läuft es noch gut. Ich habe schon ja, einiges überholt. Mal gucken, wie es noch wird. Ich denke, ich sage immer Kontrollpunkt. Ich denke, Verpflegungspunkt 2 lasse ich auch noch aus. Ja, beim dritten vielleicht mal kurz. Gut. Ich gehe noch ein Stückchen weiter und melde mich. 11.27 Uhr, Kilometer 20. Ich bin jetzt 15 Minuten weniger wie 3 Stunden unterwegs und habe jetzt hier beim bei nächster Möglichkeit rechts ganz kurz angehalten. Ich habe nur meine Händchen geholt, Pause wieder, mal keine gemacht. Vielleicht beim dritten Mal ganz kurz. Weil ich mag das nicht, wenn ich so anhalten muss und da komme ich komplett aus dem Lauf raus. Jetzt rechts auf Forststraße. Jo, 20 Kilometer sind geschafft und ich melde mich später nochmal. Läuft bis jetzt sehr gut. So, jetzt sind wir mal aus dem Bereich raus. Und es geht mal ein bisschen über Land. Blauer Himmel, täuscht aber. Es fällt sogar Eis von den Bäumen. Ist wirklich frisch, aber doch angenehm zu gehen, wenn man nicht zu lange sich aufhält und Pause macht. Gut, weiter geht's. 12.09 Uhr, Kilometer 25. Die Hälfte ist dann jetzt mal knapp geschafft. Langsam werden die Leute auf der Strecke auch weniger. Das mich anstrengt und so viele muss immer um sich vorbeimuggeln. Bei nächster Möglichkeit es wird rechts. Jetzt langsam ruhiger. Ich melde mich schnell nochmal. 12.40 Uhr und Kilometer 28. Da bin ich noch mal kurz. Wir sind hier oben ganz hoch auf den Höhen. Da können wir recht weit gucken. Ist auch recht frisch. Ja, was mir jetzt auffällt, dass die Leute, die vor mir gehen, jetzt immer weniger werden. Es wird entspannter zu gehen, weil jetzt, die letzten 3 Stunden, seit dem Start im Prinzip, war im Prinzip nur für mich nur überholen. Ich hatte auf der ganzen Strecke jetzt. Hier, ich gebe es dir ein bisschen an. Nee, das ist halt eben mein Schritt. Bis jetzt erst 2 Jogger überholt, sonst noch keiner. Aber ich denke, dass ich jetzt schon ja, die Hälfte vom Feld überholt habe. Ich weiß es aber nicht. Schwierig zu sagen, es waren doch einige 800, 900 bestimmt. Ich kann es schlecht schätzen, aber ich denke, so viel waren es schon. Man merkt das daran, es sind noch jetzt so viele, nicht mehr viele vor mir so im Moment. Gut, das geht wahrscheinlich jetzt zum Kontrollverpflegungspunkt 3. Trinken brauche ich nichts. Dann nehme ich mir
kleinen Snack und dann geht es weiter. Beim VP4 denke ich, halte ich da mal kurz an. Und ich melde mich. Bis später. 13 Uhr, 35 Kilometer, 34. Da bin ich nochmal. Ja, Kontrollpunkt bzw. Verpflegungspunkt. 3 ist hinter mir, habe natürlich wieder mal keine Pause gemacht und sind jetzt nicht mehr so, das ist die Strecke mal ein bisschen frei. Dann geht es mit den letzten 15, 18 Kilometern. Ich habe gefragt, also viele sind jetzt nicht mehr auf der Strecke. Auch nicht von 17:30 die ersten Starter. Also ich habe jetzt bis auf einige wenige, ich bin jetzt um 8:45 los, bis auf einige wenige habe ich jetzt glaube ich alle überholt. Dann wird es jetzt mal entspannter werden. Wird ja heißen, ich hätte schon ungefähr 1000 Leute überholt. Du bist doch verrückt. Ja, mich hat bis jetzt noch keiner überholt. 2 Jogger, aber Wanderer bis jetzt noch keinen. Seit heute Morgen. Das heißt für mich, bin wieder schnell unterwegs. Ich wollte heute mal die Bremse ziehen, aber obwohl ich bin nicht ganz so schnell wie sonst. Aber wahrscheinlich doch wieder sehr schnell. Naja, bin noch nicht da. Ich mache mich dann auf zur Richtung Verpflegungspunkt 4. Da gibt es noch einen kleinen Halt für Getränke und dann sind wir auch schon fast im Ziel. Schön, Wetter, die Sonne kommt raus, jetzt geht es viel über Land, zwar überwiegend Teer. Eben waren zwar matschige Passagen auch, dennoch fast überall Teer. Obwohl es hier im Stadtbereich wahrscheinlich nichts anderes erwartet. Alles gut. Das hier ist der Zielanlauf mit dem Panorama von Dresden. Das ist natürlich ein Träumchen. Gut, ich melde mich. Tschüss, bis später. Ich weiß nicht, welche Ortschaft das ist, aber es hat lange mal wieder einen guten Ausblick. Aber keine Zeit, muss weiter. Jetzt leicht rechts. Jetzt gibt es sogar noch schöne Waldwege. Die waren zwar bis jetzt selten, aber jetzt kommen noch ein paar. Kilometer 42, ein historisches Ereignis. Jetzt hat mich tatsächlich der Erste für heute überholt. Er ist noch eine halbe Stunde schneller wie ich. Halbe Stunde nach mir gestartet. Ein Tempo kann ich jetzt dann doch nicht mitgehen. Aber er ist jetzt wirklich seit dem Morgen der Erste, der mich überholt. Weiter geht's. Kilometer 45. Jetzt geht's dann wieder das letzte Stück an der Elbe vorbei. Ist nicht mehr so weit. Ich melde mich nochmal, wenn ich durchs Ziel laufe. Weiter geht's. So, noch ein paar Minuten bis ins Ziel. Die Frauenkirche ist schon zu sehen. Ich glaube noch 1,5 Kilometer. Noch 1,5 Kilometer müsste ich da sein. Schauen, wie Zeit mehr ist. Ich melde mich gleich noch mal kurz. So, das Ziel ist schon zu sehen. 7 Stunden 18 Minuten. Ähnliche Zeit wie in Freiburg, muss ich sagen. Da kann man schon alles sehen, alles Sehenswerte. Am Ziel sehe ich noch nicht. Aber kann nicht mehr weit sein. Ich glaube, erzählen kann ich gerade nicht mehr viel, weil ich habe gerade ein bisschen Füßlein doch weh.
Ich glaube, da ist irgendwas passiert eben vor einem Kilometer. Hat irgendwie sich komisch angefühlt an einem Zeh. Aber das gehört jetzt nicht hin. Guckt euch die schöne Altstadt an. Da hinten ist der Krankenwagen. Da kann das Ziel nicht weit sein. Wie gesagt, in Kürze Zieleinlauf. Ich habe jetzt 7 Stunden 16 Minuten. Pausen. Ja, da können wir noch ein paar Minuten draufzählen, obwohl ich keine Pause gemacht habe. 2x Wasser aufgefüllt, gesessen gar nicht. Ja, okay, 10 Minuten können wir dabei rechnen. Das soll alles seine Richtigkeit haben. Reine Gehzeit, also 7 Stunden 18 Minuten, glaube ich. Kommt, glaube ich, noch 1-2 Minuten gleich drauf. Schon eben, es ist nur eine Minute, also viel kann ich nicht mehr tun. Ziel ist in Sicht. Da bleibe ich jetzt noch kurz drauf. Aber ich bin mit meiner Leistung heute mal wieder sehr zufrieden. Wie gesagt, den ganzen Tag habe ich einen überholt. Es waren 2000 Starter. Ich bin relativ spät gestartet. Ja. Das hat natürlich Kraft gekostet am Anfang, wenn man 1000 Leute muss überholen in 3 Stunden oder so. Auf engen Wegen sich da vorbei zu mogeln. Gucken, ob ich am Ziel empfangen werde gleich von meiner Sekretärin mit meiner Müllermilch. Da hören wir die auch noch auf Video drauf. Wie gesagt, Zielankunft, Megamarsch. Wollte ich gerade Köln sagen, Dresden, nach 7 Stunden. Ich sag mal 19 Minuten. Kam ja wohl noch eine Minute dabei jetzt. Egal, auf eine Minute kommst du nicht mehr an. Gehen wir jetzt noch durchs Ziel und dann war's das. Ich mache jetzt Video aus, weil wird ein Foto gemacht. Herzlichen Glückwunsch an die nächsten Finisher. So, dann wollte ich mich nach der Zieleinkunft noch kurz von euch verabschieden. 7 Stunden 21 Minuten habe ich gebraucht. Ja, 10 Minuten kann man noch dabei rechnen. Also wie gesagt, Pause habe ich keine gemacht. 2x kurz angehalten für Wasser aufzufüllen. Ja, war ein schöner Marsch. Die ersten paar Stunden waren sehr anstrengend durch die vielen Gruppen, also vielen Läufer, die vorher gestartet sind. Ja, muss natürlich alle überholt werden. Hat alles Vor- und Nachteile. Beim letzten Mal bin ich als Erster gestartet in der ersten Gruppe, dann habe ich den ganzen Tag keinen gesehen. Und jetzt muss ich halt eben so viel überholen. Da kann man sich schon überlegen, was vielleicht besser ist. Ich weiß es noch nicht. Aber identische Zeit wie beim Megamarsch in Freiburg. Wieder mal 7 Stunden 21 Minuten. Im Hintergrund nochmal die schöne Altstadt von Dresden. Herrlich. Könnt ihr noch mal die dicke Urkunde sehen. Ja, ich gehe da mal Richtung Hotel, nach meinen Füßen schauen, aber fühlt sich noch relativ alles gut an. Kann ich jedem nur empfehlen, sich hier mal anzumelden bei Megamarsch in Dresden. Der nächste für mich ist vermutlich, also auf jeden Fall in dem Megamarsch in München, 100 Kilometer. Ob vorher noch einer stattfindet, wo ich mitmache, weiß ich noch nicht, aber muss schon mal überlegen. So, mein Name ist Martin. Über Kommentare und Likes würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Wo sah es hier noch recht frisch aus? Naja, gut, war ja auch nicht so extrem anstrengend. Vielen Dank fürs Schauen meiner kleinen Videos und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!